Hallo! Wir spielen gleich hier auf der Bühne Everybody Wants to Switch. Das wird bestimmt super cool. Games Kontakt 2. Großen Applaus für Lost Kitten und Hey Nancy! Ja, hi Leute, ich bin Lost Kitten. Lost kommt wohl nicht da. Haben wir Fans? Das kommt nicht von irgendwo her, also es ist auch Programm bei mir. Ihr seid super! Ich weiß, ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, so viele coole Gesichter zu sehen. Ich hoffe, ihr habt alle Bock. Viele könnt ihr auch gleich mitmachen. Genau. Und ja. Was? Tatsächlich! Ja, Lost Kitten ist auf der 1. Das gibt's ja nicht. Orientiert euch an dem Rhythmus der Aliens. Oh, da sind sie wieder. Es ist nicht leicht. Ihr müsst an einem Strang ziehen! Es geht um den Ausgleich, Alter! Das linke Team holt den Ausgleich. 1:1. Damit ist alles offen. Heißt, wir gehen in ein drittes Spiel. Wir haben super im Team gespielt und ich bin sehr, sehr happy. Ein paar Sekunden später. Möchte ich noch mal sagen, mit was ich das Ganze überhaupt filme. Und zwar mit der Canon PowerShot V10. Da noch mal ein großes, großes Dankeschön an Canon, dass ihr mir die Kamera zugeschickt habt, damit sie mein Begleiter wird auf der Gamescom. Denn sie ist super, super klein. Man kann sie in der Hosentasche tragen. Man sieht gerade irgendwas Cooles und denkt sich, oh mein Gott, das muss ich doch gefilmt haben. Zack, rausgeholt und bam, hast du alles auf der Kamera. Ich finde das so, so, so nice. Dazu kommt auch noch, du bewegst dich ja viel, du wackelst viel, du läufst ja beim Gehen, wollte ich gerade sagen. Du läufst ja, während du redest, weil du ja allen zeigen willst, was es da so gibt. Und dafür hat diese Kamera einen richtig guten Bildstabilisator, damit, wenn ihr das auf YouTube zum Beispiel seht, euch nicht schlecht wird, was alles verwackelt ist. Und diese Kamera hat einen 19 mm Weitwinkel. Bedeutet, wenn man jetzt so die Kamera hält, dann ist trotzdem alles zu sehen. Man ist nicht abgeschnitten, weil sie ja doch sehr nah dran ist. Und sie hat natürlich auch selber Mikrofone integriert. Wenn ihr aber ein bisschen weiter weg seid, könnt ihr auch externe Mikrofone anschließen. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich einen Link zu der Kamera, falls ihr sagt, boah, das wäre genau das Richtige mal für mich. Klickt drauf und schaut es euch an. So Leute, wie eben gesagt, sind wir jetzt schon wieder auf dem Weg. Es ist dunkel. Oh mein Gott, man sieht gar nichts. Jetzt sieht man mich, jetzt sieht man mich. Und Katja sieht man auch. Denn wir sind beide wieder am Start auf der Omen-Bühne. Wir spielen Wer bin ich? Wer bin ich? Hast du es in der Schule gemacht? Ich bin Katja. Ja, aber dann bist du ja wer anders. Dann bist du ja wer anders. Ich bin richtig schlecht da drin. Ja? Ja, ich bin gespannt. Ich habe es in der Schule immer gespielt. Und es war irgendwie immer so richtig, ich weiß nicht, ich war immer so schlecht, aber wird lustig, oder? Ich war immer scheiße da drin. Ich hoffe, es wird keine absolute Katastrophe, aber dann wird's witzig. Eben. Deswegen, Leute, wir sehen uns gleich. Auf geht's, nächster Bühnenslot. So, die beiden werden jetzt verkabelt. Damit meint er nicht mich und das hier. Und dann geht's auch schon auf die Obenbühne. Ja, ne? Ich bin aufgeregt. Letzte Worte. Ich war auch irgendwie dabei. Sind Sie ready? Ich weiß es nicht, ich bin verkabelt, ich bin aufgeregt, ich kann nicht mehr, aber es sind alle da. Hast du Spaß? Ja. Und guck mal, hier, was ist da? Ha ha ha!
Natürlich. Kurz haben wir noch. Ja? Okay. So, ich werfe einmal nach links und einmal nach rechts. So, jetzt die linke Seite noch. Ja, super viel. Dann und richtig viele Hände. Okay. Nice. Ist mein Charakter menschlich? Ja. Ist mein Charakter weiblich? Ja. Hat mein Charakter blonde Haare? Nein. Kommt mein Charakter aus dem Nintendo-Universum? Nein. Schade. Ist mein Charakter vergeben? Nein. Gibt es mehrere Teile von dem Spiel? Ja. Ja, hat sie braune Haare? Ja. Verdammt, hat sie lange Haare? Ja. Gibt es mehr als zwei Teile? Ja. Oh, wow, wie gut gepackt ist. Was ist los bei dir? Was ist los bei dir? Wie findest du die Gamescom bisher? Sehr cool eigentlich. Es ist auf jeden Fall voller als letztes Jahr. Jetzt auch mal nachzunehmen. Ich sag's euch Leute, von einem Termin in den anderen Termin. Schaut mal. Ich hoffe, man konnte es gut sehen. Jetzt kommt mein erstes offizielles Meet and Greet bei Parkway und ich freue mich richtig doll darauf. Das wird richtig, richtig cool, denke ich. Ihr seht, glaube ich schon, ich bin schon gut durch. Aber ich habe immer noch Bock, ihr wart so großartig, eben auf der Omen-Bühne. Das war mein Herz. Es hat sich eine Schlange danach gebildet, um mit mir zu quatschen, mit mir Fotos zu machen. Das habe ich noch nie erlebt. Es hat sich eine Schlange gebildet. Ich bin so sprachlos, ihr macht mich so sprachlos. Und ja, jetzt können wir nochmal ganz entspannt ein Meet and Greet machen. Ich freue mich sehr darauf. Nochmal ganz viel Liebe auch an Mori, dass er fleißig die Kamera hochhält, um euch mitzunehmen. Da lasst mal ganz viel Liebe unten in den Kommentaren auch für Mori. Nicht nur für mich, sondern auch für den weltbesten Cutter der Welt. Das hört er gerade nicht. Vielleicht freut er sich ja, wenn er das dann mitbekommt, wenn er das Video schneidet. Macht Spaß? Ja. Wie läuft das Meet and Greet? Gut. Ich hatte, glaube ich, gerade meinen jüngsten Fan bei mir. Oh Gott, war sie süß. Ich konnte nicht mehr. Wie alt war sie? Ich weiß es nicht, aber sie, also ich denke mal schon, dass es auf jeden Fall der jüngste Fan ist, der mich angesprochen hat. Ging mein Herz auf. Foto bitte. Ja. Ich muss arbeiten, Leute. Bist du heute ein Flitzer? Hast du überhaupt nicht gehört, was sie gesagt hat? Nee. Ich hätte mich nicht Böcken brauchen. Ich hab dich trotzdem gern. Ich dich auch. Die war noch da, Mori lenkt mich gerade. Ich filme, Mori lenkt. Ich bin total platt. Ich bin wirklich so gerührt, wie viele von euch einfach da waren, wie viele Fotos gemacht haben, wie viele Autogramme ich reingehauen habe und so. Ich werde die ganze Zeit hier gelenkt, Hilfe! Ich bin ein Roboter, ich kann nicht alleine laufen. Was soll ich sagen? Ich bin fertig. Wahnsinn. Ey, ich danke jedem von ganzem, ganzem Herzen, der am Start war. Vielen, vielen lieben Dank. Und schon ist die gute Lage. Wie geht's dir? Du bist am Start! Alles gut? Ja, klar, ich bin fit. Ich bin auch. Wie sie so tun, als hätten sie noch nicht geredet heute. Oh mein Gott, du bist auch hier! Ja, wir haben gar nicht. Wir konnten gar nicht reden. Sie hatte keine Zeit aufs Klo zu gehen, wie soll sie mit mir reden? Aber ich konnte noch, weil alle lieb hier sind und sagen, chill, Kitten, geh auf Klo. Ja, wirklich, alle sind auch alle super lieb gewesen. Oder? Ich kenne dann nur,
Ey, wirklich. Absolut awesome. Und was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Ich bin fix und fertig. Und wir gehen jetzt erstmal runterkommen. Und wir gehen jetzt runterkommen. Wir gehen jetzt runterkommen. Wir kommen jetzt runtergehen. Wie gesagt, danke an jeden Einzelnen, der da war. Ihr seid die allergeilste Community auf der Welt. Ganz viel Liebe an euch. Und wir gehen den Bach runter. Yay. Hast du noch was zu sagen? Das Kind singt. Ja. Haha. Ach so, Maurice. Achso, ich hatte. Nein, mach auf! 8:01 Abend. Hey Leute, wir sind jetzt auf der Diablo-Party. Ich freue mich. Mit am Start ist Anne. Hi Anne. Katha. Hi Katha. Und Mori natürlich. Hi Mori. Okay. ja, mal gucken, wie es so wird. Wir haben auf jeden Fall schon ein Getränk bekommen. Und ja, mal schauen. Zeigen wir euch, oder? Ja. So ein bisschen zeigen? Auf jeden Fall. Prost. Na, was machst du jetzt? Leute, Axt werfen. Kennt ihr schon vom MPS? Jetzt auf Gesichter. Hat nicht gehalten. Aber mein Gesicht habe ich angestriffen. So. War das schon? Ui. Oh, cool. Und was machst du? Ich schleife meine Fingernägel anscheinend. Ja gut, das passiert. Eine Zinnfigur. Genau. Die wurde gegossen. Und ich bin jetzt für den Feinschliff sozusagen da. Wie ist Ihr OnlyFans-Name? Onisum. Aha, geil. Ja, Kitten hat mich tatsächlich diesmal wenigstens nicht versetzt, wie damals in Paris, als ich gewartet habe am Eiffelturm. Das klingt. Ich hatte einen Picknick vorbereitet, als der Eiffelturm so blitzelt und so. Und Kitten habe ich versetzt. Also ich saß schon da und Kitten dann so, ja, ey, sorry, ich komme nicht zu Twitch von Paris. Und ja, dann war ich sehr traurig. Ich habe mir noch so einen Plastik-Eiffelturm gekauft, den es dann dieses immer gibt. Und der steht jetzt bei mir im Regal und immer wenn er blitzelt, um 12 Uhr nachts, dann kommt so eine Träne. Dann denke ich, Enttäuschung. Was sagen Sie dazu? Es tut mir leid und ich freue mich so zu sehen. Und 12 Uhr Mitternacht. Don't you ever say I just walked away.